Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Dafür 1 Cent. Da habe ich letztes Mal irgendwie Riesenbankgesichter geerntet. Was passiert denn, wenn Sie Ihren Kaufpreis nicht pünktlich bezahlen? Was passiert da? Haben Sie eine Idee? Banker hat gepennt, Ihr Berater hat gepennt, der Bausparjogi hat gepennt, alle haben sie gepennt. Und das Geld geht erst 14 Tage später raus. Verzugszinsen. Exakt. Das sind aktuell in der Regel so um die 8%. Das ist eine richtig gute Geldanlage. Ja, rechnen Sie mal 8% auf 200.000. Das sind pro Jahr 16.000 Euro. Und jetzt soll man sagen, wir rechnen mal einen Monat, ist einfacher zu rechnen. Durch 12. 16.000 durch 12 sind 1.000 ein paar Tage. Ja, die Sie an Verzugszinsen bezahlen. Die zahlen Sie auch, wenn jetzt aus irgendeinem Grund vielleicht noch irgendeine Bearbeitungsgebühr drin war. Und der Kaufpreis von 200.000, die Bank hat jetzt aus irgendeinem Grunde nur 199.999,99 überwiesen. Da fehlt 1 Cent. Und der Notar pennt und Sie kriegen es auch nicht mit und keiner achtet drauf. Und der Verkäufer, der ist irgendwie, weiß nicht, auf Gran Canaria. Und der stellt jetzt nach 4 Wochen fest, dass Sie mit dem Kaufpreis wegen dieses 1 Cent im Rückstand sind. Dann kriegen Sie den vollen Monat berechnet. Das ist, also zur Beruhigung, das kommt selten genug vor, aber wenn es passiert, ist das echt ätzend. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage, einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!